Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Der neundimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Euren Lebenszweck lieben, übersetzt von Altana. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen Kontakt aufzunehmen. Wir haben viele von euch beobachtet, die nach einem Sinn in ihrem Leben suchen. Wir haben festgestellt, dass es tendenziell eine Verbindung zu dem gibt, was ihr tut, und zu eurem Gefühl, einen Zweck und einen Sinn für euer Leben zu haben. Was aber, wenn das Tun nicht der wesentliche Aspekt eures Vorhabens war? Was, wenn es stattdessen eure Absicht war, zu fühlen? Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr glauben, dass es möglich ist, sich zu inkarnieren, um etwas zu fühlen, was ihr noch nie zuvor gefühlt habt? Und wenn das für euch einen Sinn ergibt, könnt ihr euch dann selbst vom Haken lassen, weil ihr etwas Wichtiges getan habt? Wenn ihr euch in die Pracht eurer Existenz hineinfühlt und wenn ihr die Bedeutung eurer Bewusstseinsverschiebung spürt, dann ist es leicht zu verstehen, warum diese ganze Idee, etwas Neues und anderes zu fühlen, als Lebenszweck betrachtet werden könnte. Wir möchten, dass ihr euch selbst erkennt und wir möchten, dass ihr euch amüsiert. Wir möchten, dass ihr euch selbst als den Hauptzweck eures Lebens seht. Mit anderen Worten, es ist das, was ihr werdet, der bedeutendste Aspekt eurer Inkarnation hier und jetzt. Manchmal, um das zu werden, in das ihr euch ausdehnt, ist es notwendig, dass ihr euch hinsetzt und absolut nichts tut. In der Tat ist es einfacher für euch zu fühlen, wenn ihr in einem Zustand der Untätigkeit seid. Und das ist in der Tat einer der Gründe, warum einige von euch immer so beschäftigt sind. Wenn ihr nicht gerade damit beschäftigt seid zu tun, dann seid ihr damit beschäftigt nachzudenken. Und das Tun und Denken ist das, was ihr benutzt, um das Fühlen zu vermeiden. Einige von euch vermeiden es sogar, die höheren Frequenzzustände zu fühlen, weil ihr Angst habt, dass ihr in die Tiefe stürzt. Und das haben wir auch gesehen. Wir wissen, dass dies als Möglichkeit existiert. Aber indem ihr euch selbst die Möglichkeit gebt, etwas zu fühlen, habt ihr Zugang zu mehr von dem, was ihr seid. Und wenn ihr auf mehr von dem zugreift, was ihr seid, werdet ihr nicht nur auf jede erdenkliche Art und Weise bedeutender für dieses Universum, sondern ihr könnt auch die Erfahrung genießen. Ihr könnt entscheiden, was euer Ziel ist. Wir schlagen vor, nach etwas zu greifen, das Spaß macht oder interessant ist, und das als euren Zweck im Moment zu sehen. Und dann schlagen wir vor, euch selbst im nächsten Moment einen neuen Zweck zu geben. Im nächsten Moment, im nächsten und im nächsten und im nächsten. Zielbewusst in eurem Leben zu sein bedeutet nicht, dass ihr immer und immer wieder etwas tun müsst, bis ihr dafür anerkannt werdet. Seid einfach ihr selbst und lasst das Leben zu euch kommen. Und wenn ihr das Leben auf diese Weise erlebt, dann lebt ihr eure Bestimmung. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.